Moinsen Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Delicious. Ernie ist Hobbs und Fierce, Tapesa ist ins Eis gebrochen, Hebamme Patrick, oh Gott, sammel die Objekte für Tapesa. Oh Jemini, oh, ihr Kind ist schon auf dem Weg, du musst jetzt gehen. Doch bleib wachsam, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Komm Patrick. Da willst du nicht dabei sein. Oh Gott, verwenden auf jeden Fall. Habe ich noch was? Ladenpunkte? Ja, geht das dann schneller? Naja, mehr Trinkgeld. Dann lohnt sich das ja wenigstens. Ist das... Das Glühwürmchen. In eurer Sprache heißt es das Nordlicht. Es ist ein gutes Omen für uns alle. Sieht ein bisschen aus, als wäre es radioaktiv. Also... Warum läuft die Alte hier hin und her? Achso, sie... Wofür brauchst du einen Pömpel bei einer Geburt? Das... Du willst... Nein, das werde ich nicht weiter ausführen. Wofür man so eine Sauglocke? Nee. Also jetzt nicht zumindest so ein Klo-Ding. Also ich bin da überhaupt... Nee, ich habe da keine Ahnung von... Nee. Okay. Da jetzt darf ich bei den Kindern wieder hier alles andrehen, ne? Das finde ich gut. Du brauchst... Ja, ein Kissen macht vielleicht noch Sinn, so ein weiches. Aber alles andere, mein lieber Scholli. Wie dir mit so einem Klosaugnapf das Kind rausziehen oder was? Oh Gott. Nee. Jo, perfekt, das habe ich. Tücher machen Sinn, vor allem wenn sie steril und warm sind, alles. Das macht dann noch mehr Sinn. So heiß gewaschene Tücher sind eigentlich ganz. Relativ steril. Weil heißes Wasser um die ganzen Instrumente da. Naja, vielleicht brauche ich niemanden was erzählen. Und die Ärzte wissen, was sie tun. Und wenn du es zu Hause kriegst, ist natürlich ein bisschen schlecht. So, jetzt nicht gewollt. Gewollt zu Hause geht ja nur mit einer Hebamme. Darf man, glaube ich, gar nicht so ohne alles machen. Es sei denn, es passiert, dann passiert es halt. Ich meine, man hat immer einen ungefähren Zeitpunkt. Aber letzten Endes entscheidet das Kind, ob man kommen möchte oder nicht. Und ja, nicht jeder kann mal eben so schnell ins Krankenhaus. Wenn es platzt, es soll flutschige Kinder geben. Da weiß ich nicht, also ich würde mich, glaube ich, gegen eine natürliche Geburt aussprechen. Ich weiß nicht, wenn du älter bist, dann überlegst du ja schon mal so ein bisschen, vor allem wenn der ganze Freundeskreis anfängt zu werfen. Und ich glaube nicht, dass ich das möchte. Das ist, nee, irgendwie nicht so meins. Kaiserschnitt, ich war selber auch ein Kaiserschnitt. Wird dann meine kleine Familientradition, die ich fortführe. Da ist die Schere, da ist der, ich weiß nicht, was das ist, aber das Zeug, was man trinken kann. Gehe ich mal von aus, wenn man das trinkt. Ja, hier, wir stehen auf Sushi-Qualität. Machen wir auch mal. Und zwei Sachen brauche ich noch. Da unten habe ich was. Da habe ich den. Der blendet ja super mit der Umgebung ein. Wasser macht natürlich Sinn. Wasser ist immer gut, wenn es sauber ist. Dreckiges Wasser trinken wäre zum Beispiel auch nicht sehr zu empfehlen. Mm-mm. Ist bestimmt der Traum manch einer Frau, richtig schöne Schuhe zu angeln, aber nicht meiner. Und ich glaube auch nicht Patrick's, nur komme ich in der Kunden. Jawohl. Das nehmen wir, das nehmen wir. Hier wird noch überlegt. Ich und da.
Oh, das könnte mal ein bisschen mehr Punkte geben jetzt hier, ne? Bestellen sie mal ein bisschen schneller oder. Ne. Schnell, 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 schnell. Bap, bap, bap. Oh, das wollte ich nicht. Ich bin noch drauf geklickt. Na, ehrlich. Ja, gerade ich hätte die beiden Kinder miteinander machen können und die, hier die beiden Erwachsenen. Punkte technisch. Schade. Polarbeeren-Statue freigeschaltet. Ja, gut, was braucht. Warum nicht? Und woran denkt sie jetzt? Was überlegen sie? Sehr gut. Der immer so komisch da hinten spannt. Ich finde das irgendwie sehr. Weiß nicht, das würde mich stören. Das stört mich sehr. Jacki, Jacki, Jagdmilch. Die beiden könnte ich ja eigentlich zusammen machen, ne? Ah, das wäre eine super Dreierkombination. Kind, bestell mal bitte jetzt noch relativ schnell. Komme ich nämlich schön Punkte hier. Ich habe das nämlich ziemlich schleifen lassen mit dem Kombinieren. Ja, sehr gut. Ein Level müssen wir nochmal auch richtig verkacken. Das heißt, letzte Level vielleicht. Eine Trophäe. Dass wir das nur auf normal machen. Also den hier. Ich muss mir das mal genau durchlesen. Dann würden wir mal eine Trophäe bekommen. Vielleicht mache ich das separat. Muss ja auch separat gehen. Gibt es Neuigkeiten von Tapesa? Mein Enkelkind ist stur, sagt die Hebamme. Vielleicht will er lieber im Warm bleiben. Vielen Dank, dass du meine Tochter gerettet hast und mein Enkelkind. Sie hat das gleiche für mich getan. Du hast Tapesa gut erzogen. Ich hoffe, ich kann Paige ebenfalls gut erziehen. Der Weg nach Norden ist gefährlich, aber man kann ihn gehen. Selbst jetzt, okay. Ich werde die Dorfältesten um Rat bitten. Wenn es einen Weg gibt, finden wir ihn. Jetzt ist er nett. Wie war das eben noch so großkotzig von wegen, er kann sein neues Kind zeugen? Mhm. Ja, das hier, das machen wir auf jeden Fall noch. Sehr, sehr hungrig, doppelte Bestellung für Tischkunden. Okay, also das kriegen wir ja geschissen, ne? Verwenden. Laden. Laden sagt nein. Spielen. Hat er seine Meinung doch auf einmal geändert, nicht? Sollte ich vorhin auf jeden Fall jetzt Gas geben, weil wenn die zweimal bestellen, sind die Tische natürlich länger belegt. Das ist nicht so gut. Hatte ich das nicht mal hier schon in einem Level, das dann zweimal hintereinander bestellt wurde? Ich glaube ja. Oh, du kriegst so eine kleine Eisbärstatue. Machen wir das mal hier. Die Steiftiere der Inuit. Schön. Okay, dann das, dann das. Das mach ich mal weg. Kriegen wir hin. Ein Raupe Nimmersatt ist hier am Start. Aber wenigstens habe ich noch den anderen Tisch dabei. Sehr gut. Hier, den großen. Obwohl, sind jetzt alles größere Tische. Sind alles vierer Tische. Super. Vor mir ist jetzt alles voll. Und wenn ich die nächste Gruppe habe, direkt hierhin stationieren. Sonst könnte es ein bisschen unangenehm werden, was die Punkte angeht. Machen wir mal schon mal hier. Geht immer bitte weg. Stellung Nummer 1. Da kommt die zweite. Sehr gut. Dann haben wir wieder Tische frei. Ja, dann müssen wir jetzt halt die Tischkunden ein bisschen vorziehen. Wobei eigentlich, ich finde, das Spiel ist schon recht fair, so vom Algorithmus her. Das kannst du nicht verkacken. Also, als ob man eigentlich nicht verkacken könnte. Nehmen wir das hier. Ah, das dauert mir so. Ach, jetzt, ja, egal. Ich wollte nur sagen, es dauert mir zu lange mit dem Bestellen. Karl, zweite Bestellung ist draußen. Das heißt, ich habe gleich zwei freie Tische. Das ist schon mal gut. Habe ich Luft nach oben. Ich weiß leider nie, wie viele Kunden kommen. Das ist das Problem. Da haben wir nicht irgendwie so eine Wellenanzeige, von wegen so und so viele Wellen von Kunden kommen noch. Oder ähnliches, wie es zum Beispiel bei Plants vs. Zombies der Fall gewesen wäre, ist.
und so weiter. Bespaßt die man sicherheitshalber, dauert mir alles zu lang. Und du kriegst auch wieder dein Kriegsspielzeug, den Polarbär. Da hat sich das eine Level ja richtig gelohnt, dass er da verboten hat, da rauszugeben. So. Das nehmen wir. Ja, da gehen wir mal aufs Ganze. Ist auch schön mit der Jackmilch wieder, ne? Die Stinkeschuhe können wir trotzdem vom Blech nehmen. Ja, ich mach das doch mal gleich. Der Jack will gemolken werden. Ich habe noch nie Jackmilch probiert, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich die überhaupt trinken kann. Weil so normale Milch bekommt man nicht. Bin ja fruktoseintolerant und laktoseintolerant. Da habe ich dann halt diverse Problemchen. Aber in Japan, da weiß ich nicht, da wurde keine Laktase hinzugefügt. Nicht, dass ich das wüsste. Da ist die Milch, irgendwie vertrage ich die. Aber die Japaner vertragen das auch. Die kennen das auch nicht laktosefrei. Das ist etwas, was es bei denen gar nicht gibt, weil die keine Probleme da hinten haben. Ich weiß nicht, ob es einfach dann am Reinheitsgebot der Milch liegt oder ob sie von vornherein das einfach wirklich Laktase hinzuführen. Weil, was auch immer für ein Grund, finde ich, weiß ich nicht, super interessant. Also ich brauchte da hinten keine Tabletten nehmen, das hat mich, obwohl, ja, ich weiß nicht, ja gut, fruktosetechnisch hat man da so ein bisschen fies, also laktasetechnisch, da konnte ich mich echt ausleben, aber ich habe jetzt auch keine richtige Milch getrunken. Macht man ja eigentlich nach dem Onsen zum Beispiel, dass du dann halt richtige Milch aus den Flaschen trinkst, aber ich hatte jetzt überlegt, ins Onsen zu gehen, aber ich habe gekniffen. Das ist dann doch so ein bisschen, nee, wollte ich irgendwie nicht. Also Onsen, für die es nicht wissen, das ist im Prinzip eine Art Gemeinschaftsbad, aber kein normales Bad. Das ist halt, Onsen gibt es nur, wo eine heiße Quelle ist und dann badest du quasi im heißen Quellwasser. Aber es gibt super viele Regeln, wie du dich dazu verhalten hast. Und du bist auch komplett nackt. Also du kannst da keinen Badeanzug oder irgendetwas tragen. Das geht nicht. Deine Haare musst du zum Beispiel auch hoch haben. Es darf nichts das Wasser berühren, außerhalb der nackte Körper. Ja, und wie gesagt, Haare eben hoch. Du wäschst dich auch, bevor du das Bad betrittst, damit du quasi rein bist. Und halt eben, niemand möchte im Dreck von jemand anderen liegen oder sitzen. Ne? Irgendwie, habe ich gekniffen und habe gedacht, boah nee, ich wollte da jetzt nicht mit irgendwelchen anderen japanischen Frauen nackig da drinnen sind. Man sagt zwar, ist so ein bisschen Naked Buddy mäßig, aber irgendwie, weiß ich nicht, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe ein bisschen Schiss, du wirst als Ausländer gerne angegafft, weil ist halt nicht normal, dass jemand wie du, weiß, in meinem Fall blond, da rumläuft. Da wollte ich auch nicht die ganze Zeit, wenn ich vor allen Dingen nackt bin, von irgendjemandem angestarrt werden. Ich meine, glaube ich, würden sie in der Situation nicht machen, aber ich bin nicht ein Spießer einfach. Da fühle ich mich nicht wohl. Ich gehe hier auch nicht in eine Sauna oder so, weil das nicht meine Welt ist. Das ist dann, nee. Also ich bin da wirklich Spießer hoch 10. Weil eigentlich, also es gibt private Onsen, das würde ich super gerne nochmal machen. Oder aber gutes Ryokan oder halt ein Onsenzimmer mieten, wo ich dann halt nur für mich bin. Das finde ich, glaube ich, auch noch mal eine gute Sache. Aber so ein Gemeinschaftsding, so richtig, wie man es eigentlich macht, ich glaube, nee, das würde ich nicht tun. Das ist mir dann... Ja, und die privaten Onsen, das sind so kleinere. Die sind nicht so schön. Die sind allerdings auch eher weiter außerhalb, nicht in der Nähe der Städte. In Tokio hast du zum Beispiel halt eben Onsen mit dem, ich meine, es war Fuji-san Wasser, also von diesem Mount Fuji, dieses Quellwasser nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob die Definition korrekt ist. Ob das wirklich Quellwasser ist. Das soll da halt in bestimmten Teilen runterfließen und da sind halt eben diese Onsen. Und ich kann auch gar nicht in jedes Onsen gehen, das ist auch nochmal so ein Ding, denn ich bin tätowiert. Es gibt einige Tattoo-friendly Onsen, aber nicht überall. Das Problem mit Tattoos hat einfach einen speziellen Grund. Nicht wegen dem Körperkult an sich, sondern eher wegen der Yakuza. Das ist halt so deren mehr oder weniger Erkennungszeichen mit den Tattoos. Und ja, da wollen die Japaner sich einfach schützen und lassen halt generell niemanden mit Tattoos rein. Das kann dir aber auch bei Strandbars passieren
Eventuell sogar bei Massagesalons, bin ich mir gerade nicht sicher. Onsen definitiv, da muss man vorher gucken. Sport bei, wenn du da in ein, wie heißt denn Sportshop, ein Gym, ein Fitnessstudio, so heißt es, gehen wollen würdest, die sind auch nicht unbedingt tattoo-friendly, da musst du nachfragen. Schon eine irre Welt. Das wär's auf jeden Fall von diesem Mal gewesen. Vom nächsten Mal, ich wünsche euch Spaß und Way.